Okay, Loch ist geflickt unten bei uns. Ein bisschen hier Wasser drin. Gehen die unter so langsam? Haben wir das so oft getroffen? Wieso gehen die nicht unter? Ja. Zieh mal. Doch, die gehen unter. Sehr gut. Langsam, aber ja. Gut gelöst, Leo, auch wenn du mich damit in den Tod gerissen hast. Wo sind die jetzt gerade? Na, die müssten eigentlich auf Backbordseite sein. Ja, die sinken hinter uns. Okay, Schiff ist trocken. Hab ich doch gesagt, Marius. Ja, Marius. Hab ich nicht gehört. Echt mal, Marius. Marius. Stellt euch mal bitte vorne da zu dem roten Fass hin. Da ist kein Fass mehr. Ich bin jetzt wieder auf der Insel. Bring mal so einen krassen Schatz. Ja, ich hab nichts gefunden, ne? Komischerweise. Was? Ja, ich muss ja nach unten. Wir verballern unsere ganze Insel. Nö, das ist immer. Eigentlich schießen wir uns immer mit selbst zurück. Ja, ich hab gerade eben drauf geschossen. Oh! Das war nicht so gut. Ja, ist aber wirklich so, Alter. Wie viel das sind. Ihr scheiß Hacker! Hört doch mal auf, hier jeden Schuss zu treffen. Was mit euch? Da ist der Italiener schon wieder. Der ist hier gerade runtergesprungen und schwimmt Richtung Meerjungfrau, glaube ich. Leo macht es richtig, der hat schon den Bug gefunden. Das ist kein Bug. Welchen Bug? Dass die nicht ins Wasser kommen? Und schießt einfach auf die Leute. Ja, die schießen aber trotzdem auf dich, ne? Ja, ja, weil sie bewegen auch sich nicht. Das ist ja schon mal schön. Oh, ich hab keine Bananen. Zurück zum Schiff. Ups, ein bisschen zu hoch. Uns gehen auch langsam die Bananen aus. Ja. Toll. Also wir haben unsere sämtlichen Vorräte verbraten. Für nichts. Also hier auf dem Festland sind noch ungefähr 40 Bananen. Okay, das ist sehr gut, weil wir keine einzige haben. Ja, wir müssen halt nur da oben drauf kommen irgendwie. Und dann. Oh! Naja, oben drauf ist eine Chest. Wir werden also getroffen, wir werden getroffen. Wir werden echt niedergeschossen. Ja, die sind auf dem Schuss, auf dem Kanonturm. Da sind wieder die Italiener. Die zerballern unser ganzes Schiff. Ihr müsst jetzt platt machen. Macht jetzt sofort was Krasses. Der, wo er gerade geschossen hat, hat gut getroffen. Ja, sind alle tot. Diese spawnen hier eigentlich noch. Zurück zum Schiff. Das Gute ist, wenn wir das nächste Mal. Wir sinken noch vorne. Ich komme zurück. Wir sinken. Nee, wir sinken nicht. Ich bin unten. Von außen sieht's aus, als ob wir vorne weiter runtergehen. Ist alles dicht. Hier ist kein Wasser drin. Okay. Das Tolle ist vor allen Dingen, wenn der nächste Sturm kommt, dann drückt es uns sämtliche Planten, die wir drauf gepflanzt haben, wieder raus. Echt? Ich hab. Du Scheiße. Keine Ahnung, was hier sein soll. Und vor allen Dingen wo. Hol Daniel. Kanonen nachladen. Also. Also, entweder wurde schon geradet und ist nichts mehr da. Oder hier gibt's einfach nichts. Oder es gibt einfach nichts. Ah, da leuchtet irgendwas unten drunter. Fuck. Leo, siehst du? Ach, das sind Pilze. Ja, ich glaube, ich bring mal so ein rotes Fass mit. Und wir versuchen mal, das zu sprengen, was da so wohl so leuchtet. Ah, warte mal, brauchst du nicht, hier liegt da genug rum. Ah, ja. Jetzt seh ich's auch. Ich schieß jetzt drauf. Cool, ja. Ich bin tot. Wer war das? Wer war das? Marius ist gerade noch mit dem anderen Fass rumgerannt, was mit in die Luft gegangen ist. Ja. Oh. Ja, die haben die Explosions. Ich hol mir das an, ja. Den Umkreis haben sie erhöht. Auf 3 Kilometer.
Stand in der Tür, Alter. Wie kann das so weit reichen? Nee, du wurdest, glaube ich, vom Fass über dir getötet. Marius stand über dir mit einem anderen Fass. So, die einzige, die noch am Leben ist, ist AFK. Ja. Ich mag das Schiff nicht versinkt. Aber die Spawn-Zeit ist auch kürzer geworden, ne? Ja. Auf Schiff. Jo, ich kann die Kanone, ich kann mir nicht schießen. Ach, das sind alle, ach, das sind alle voll, okay. Das sah ein bisschen hoch aus, hat das gepasst? Ein bisschen, ja. Es sind wieder auch Skelette da. Holy shit. Da, aber ist da jetzt noch ein Loch? Komm mal, Marius. Also wir brauchen wahrscheinlich noch einen Explosivpass. Ja. Hat dich gereicht. Ich hab mich geopfert. Vollidiot. Ich habe erst überlegt, ob ich das mache, aber ich fand's dämlich. Ah! Ich dachte, es braucht wieder eine Weile, bis es explodiert. Aber nein, es ist sofort explodiert. Das scheiß Ding. Aber wir brauchen vor allen Dingen jetzt halt noch ein Fass für in der Mitte und ich sehe kein rotes mehr auf der Insel. Sicher, dass es überhaupt so geht? Ich bin mir. Ja, also hier ist zumindest irgendwas unten. Also du siehst Schatzkisten unten. Ach so, wir müssen oben. Wo stand denn das Fass überhaupt? Das heißt nicht. Also das rote. Weil ich glaube, wir müssen das hier oben sozusagen in die Mitte reinstellen. Ganz oben? Hier, ach, das ist. Ach, hier, wo ich jetzt stehe. Oh, ach ja. So, damit das Ding oben runterfällt und den Boden zerkloppt? Ah. Ja. Aber wir haben kein rotes Fass mehr. Das auf unserem Schiff ist auch weg. Na, das habe ich benutzt, um das andere Schiff zu versenken. Muss da irgendwo noch ein rotes Fass rumliegen. So, ich cover uns mal hier. No, was ist die? Aua! Ich bin gerade ultra langsam und ich weiß nicht warum. Hast du dein Bein gebrochen? Eventuell hast du den Bein gebrochen. Ich guck schon gerade auf der Insel. Also die auf jeden Fall hier oben spawnen immer wieder Skelette. Ah ja, unten auch. Ich glaube, das ist Never Ending Story hier. Ja, ich muss halt sozusagen nebenbei den Quest. Ich weiß ja auch zu machen, dass die eine Hälfte ablenkt und die andere Hälfte suchen geht. Ich guck mal, ob ich noch ein Fass finde. Ist da noch irgendwo ein scheiß Fass sein? Das gibt's doch gar nicht. Also kontrolliert einiges vor sich hin. Das kann's doch jetzt echt nicht sein, oder? Das würde nicht weiterkommen, wenn wir kein Fass mehr haben. Ich dachte, ich hätte noch irgendwo eins gehabt. Ich finde es geil, wenn die Skelette in einem drinnen stehen. Ja. Josi, kannst du vielleicht mit einer Kanone hier raufschießen? Auf euch da? Ja, also. Naja, das Blöde ist, das ist sozusagen der große Mast davor, also ich kann euch nie direkt sehen. Nee, ich bin weiter links. Achso, ach da bist du. Da kann ich drauf schießen, ja. Ja, und schieß mal mir vorbei, das geht. Ich probier's mal. Ja, das war ein guter Treffer, ein bisschen tiefer. Ich muss erstmal Kanonenkugeln holen. Jo. Ich bin hier nochmal auf dem Außenposten. Ach, die Skelette fressen Heilungstränke? Was? Ja. Ein bisschen tiefer, sagt er. Nee, das war weit hoch. Aber ich hab nichts verändert. Ich hab nur ein bisschen tiefer gemacht. Okay.
Okay. Oh, jetzt ist es auf jeden Fall im Moment reingegangen. Ja. Ja, ich weiß halt nicht, ob das was da passiert. Oh, Marius, da solltest du schnell rauskommen. Ja, ja, ich bin raus. Ja, das haben wir auch schon gesehen. Okay. Irgendwo hier ein Explosionsfass bekommen, ne? Ich weiß nicht, ob die spawnen, wenn wir auf der Insel bleiben. Die könnten in diesen, in den Türmen, die vor der Insel stehen. Hab ich gecheckt, sind keine drin. Alle? Ja. Okay. Ja, weiß ich nicht, wir haben jetzt fast keine Vorräte mehr. Wollen wir erstmal woanders hin? Ja. Wir können Inseln in der Nähe ansteuern. Gucken, ob wir da. Ja. Ob wir da was finden. Ein rotes Fass finden, ja. 6.5 hours later. Ich würde sagen, Josi. Mit den Klippen kommen wir nicht hoch. Ich würde sagen, Josi kommt einfach mit. Weil ich kann nicht alleine zwei Leute verteidigen. Ich kann mich alleine kaum verteidigen, ja, glaube ich. So meinte Marius das eigentlich auch. Ja, hier oben sind ja noch Dinger. Alter, ich was? Ich bin noch weg mit dem Fass, ich platziere erstmal meins. Dass die beide gleichzeitig. Okay. Wow. Es geht hier schon los. Ich bin gestorben, es ist aber nichts passiert. Dann war das vielleicht nicht das Richtige. Bin hier aufgetaucht und ihr wart sofort alle weg. Wo gibt's denn was? Wo seid ihr denn? Insta-Death. Ich bin mit dem Fass hochgegangen. Oh Gott, ich bin hier in so einem riesigen Pool von 1000 Skeletten. Mhm. Ich bin tot. Das war ja geil. Hallo Josi. Oh, wir sind außer Leo alle tot, schön. Bin wieder auf dem Schiff. Ja. Also, ich weiß. Why not like? Au! Deswegen braucht ihr weg, ich verstehe. Ups. Schön abgeprallt, Marius. Ich bin am anderen Ende der Welt gelandet, Alter. Nice. Ich bin auf dem Schiff. Ja, also ich hab hier noch eine Kurse, was jetzt. Oh, oh nein! Josi hat oh, genau den gleichen Fehler gemacht. Sehr gut. Oh, ich war gerade dabei, die Dinge ins auszurichten. Ich hab gedacht, du hättest oh nein. Schwein gekrabbelt. Hat schon jemand mal kontrolliert, ob irgendwas passiert ist, vielleicht nachdem ich gestorben bin oder so? Ist nichts passiert. 2000 years later. Egal wie ich mich schieße, ich fliege immer mega weit ins Meer rein. Also ich bin so dämlich, dass ich das mache. Sind gerade alle getötet worden? Ja. Da kommt er! Er kommt! Der Boss! Jams! Wie lange muss man denn kämpfen, ey? Ich bin gleich da. Das ist shit. Okay. Oh, jetzt nicht sterben. Jetzt komm, jetzt nicht sterben, sterben. Wo ist er, wo ist er? Erste Etage. Oh, wie Daniel das gefallen fühlt. Da ist er, oh mein Gott. Machen wir uns nicht in die Richtung holen, hier sind schon andere. Hier nicht bewusst irgendwas. Ist ja noch irgendwo eine Fass mit Bananen, ich bin fast down. Unten am Wasser ist noch eins. Oh, hier ist der Captain. Leo, hast du den ganzen Zeit zugehört? Ja, aber
Ich bin gerade in den Captain reingelaufen. Oh, der hat mich rot. Oh. Nein! Ich habe keine hab mir Bananen aufgehoben und habe sie nicht gegessen, ich Idiot. Ah, fuck. Wo ist denn der Maus? Gerade unterste Etage im. Ja, hab ihn. Schieß gerade auf ihn. Ich brauche Munition. Wir haben keine Bananen mehr. Wunsch ist bad. Oh. Lasst mich dahin. Der Wo ist die scheiß Munitionskiste da? Na, eins tiefer. Ja, ich hab's. Oh fuck, er hat mich getroffen. Oh fuck. Oh fuck. Wir haben es geschafft! Er ist tot! Ja. Yippie! Und ich hab die perfekte. Nee, doch nicht die perfekte Flutrote. Scheiße. Yay! Und ich hab's nicht auf Stream. Yay! Wieso das nicht? Na, weil ich tot war. Achso. Aber ich hab die Melodie gehört. Ja, wer hat den dann getötet? Mario, was hatten? Ach, oh, sehr gut. Er hat zwei Headshots kassiert und dann. It was me. Ah. Ja, die Frage ist jetzt trotzdem, ob wir vielleicht jetzt das Ding sprengen können. Der hat einen Schlüssel gedroppt eigentlich. Ja, den habe ich in der Hand. Ja, dann komm mal mit. Wo bist denn du? Geh mal runter. Bin hier, ja. Wohin? Ah. Hier ist eine Tür. Komm mal raus zum See. Durch den Haupteingang raus. Ja, warte, ich kann nicht rennen mit dem Ding. Ist der so groß? Hier unten. Nee, es ist einfach prinzipiell. Was passiert jetzt? Was? Wow, zwei Truhen? Mehr nicht? Echt jetzt? Wo denn? Ich will sie wenigstens sehen. Hier ist noch ein dekoratives Kolldingens da. Seid ihr noch da in der Mitte? Ja. Nee, drunter. Da drunter. Und, du musst vom See aus rein. Muss vom See aus rein. Naja, komm wieder raus, wo du drin bist. Die ganzen Krüge müssen wir auch noch mitnehmen. Also hier stand bei den Entwickler-Infos stand drin, es sind mehr Gegenstände, als man tragen kann. Ja, also hier sind noch drei Krüge. Vier Gegenstände. Ja, ich weiß nicht, wo du bist. Das Schiff ist auf der Moment Ostseite. Hier lang. Nordost, Josi. Da, wo die Felsen sind. Aber das Gute ist, man kann direkt von den Felsen aufs Boot reinhüpfen. Ja. Empty. Nee, wo stellen wir die Schätze hin? Nein, vorhin die Captain Camp. Wir haben das letzte Mal hier hin zu den anderen Fässern gestellt, weil wenn wir geändert werden, dann müssten die das erstmal suchen. Ja, mir ist auch egal. Ah, hier draußen hat er die Sache. Wo sind denn die anderen Fässer? Welche denn? Achso, hier. Im Heck hinten, wo du Munition holst. Wo muss ich denn jetzt hin? Also, sag mal. Jetzt halt geradezu. Ja. Boah, was? Treffer! Ja, irgendjemand hat die Explosionskiste in die Luft gejagt. Ja, und ich bin mich fast getötet damit. Oh, hoppala. Oh, wir laufen voll. Ich hör's kluckern. Ich flicke schon. Daniel, du bist so ein Hunk. Ich bin fast tot und muss Wasser schippen. Ich hasse dich einfach. Ich höre immer noch gluckern. Mach schneller. Wie hast du das überhaupt? Wieso? Also, das Explosionsfass, was unter mir stand, hat er in die Luft gejagt. Das stand doch mitten an der Karte. Wie kann das passieren? Daniel hat drauf geschossen. Daniel, ich sehe immer noch ein Loch. Ah. Leo, das war die Rache für das eine Mal auf der Insel. Ja, aber ich hab da keine Mission. Du hast mich gebärdet. Gesprengt. Nein, ich hab Leo gesprengt. Ich bin auch fast drauf gegangen. Glückwunsch. Aber wir sind auf Kurs. Und wir haben nicht mal genug Bananen, dass ich mich heilen könnte. Ich kann ja welche reinpacken, warte. Ist mal wieder bananenlos. Toll, Daniel. So, dann votet mal bitte, dass Daniel in die Brick kommt. Ja, was? Der Kapitänskajüte oder wo? Escape. My Crew. Dann Daniel auswählen und.
Was? Ja, ja. Verrat? Ja, sagt der, der gerade unser Schiff. Ey, wir haben gerade. Es wurde gerade angezeigt, dass wir die Insel geplündert haben, ne? Ja. Die Raid-Insel. Wisst ihr, was ich jetzt mache, Daniel? Warte. Anpinkeln, ankotzen. Kotzen, wir trinken, ja. Wir trinken uns kotzen ihn genau an. Genau das mache ich gerade, ja. Oh, wir haben zwei Questkarten bekommen. Ja, ne? Und wir waren sogar bei einer Insel relativ in der Nähe gewesen. Meuterei! Meuterei! Meuterei geht nur, wenn wir einen Captain hätten. Okay. Ich dachte, sie haben Steuers, der Captain. Okay. Oh. Ja, dann muss der Captain eigentlich selbstständig die Segel einstellen. Wenn ja. Wir alle unter Deck sind, um den der Brücke anzukommen. Oh, Daniel will zurückkotzen. Ja. Der kann nicht auffüllen. Oh. Stimmt. Oh Gott, haben sie das Gefühl jetzt noch schlimmer gemacht? Noch schlimmer, definitiv, ja. Denk dran, dass wir auch da hinkommen, ne? Oh. Ich brauch erstmal noch einen Drink. Lol, okay, wenn man auf die Karte geht, dann ist das Schiff auch nicht da, wo man denkt. Hä? Ich glaube, die Karte wird gedreht, wenn man betrunken ist. Sehr gut. Echt? Ja, du musst Richtung Süden. Ah ne, ich guck von der falschen Seite auf die Karte. Marius, Richtung Süden! Haut ab! Schießt auf mich! Ja, ich kann gar nicht, hier ist eine Insel. Du kotzt mich an! Ich kotze? Nee. Du kotzt. Nein. Haut ab! Du hast nur 5 Kugeln. Aha. Oh, Leo! Ich seh nix mehr. Kann man das Schiff eigentlich runtergehen, wenn man alles vollkotzt? Wollen wir einfach, wenn wir an der Insel sind, das Schiff versenkt mit Daniel drin? Wird ja immer besser. Ihr habt dann leider kein Explosionsfass mehr. Das brauchen wir dazu nicht. Leo, ist die Insel direkt hier voraus, oder? Moment! Ich muss mich irgendwie an die Karte... Ja, die Insel auf Backbord. Okay. Dann brauche ich jetzt jemanden, der die Segel einholt. Du bist doch wirklich richtig eklig, Leo, ne? Ja, ich komme, Marius. Kotzt in einen Eimer und... Einholen, sagst du, ja? Ja, genau. Ich hab mal wieder für die Freilassung gestimmt. Ich auch. Gut. Danke. Bei den Segeln ändert sich nichts. Ja, na, hast du so. Achso, nee, ich hab das falsche Dings genommen. Josi muss aber, glaube ich, noch abstimmen, oder? Ja. Bin dagegen. Okay, Daniel, dann leid. Wir können Josi in die Black voten. Nein. Wir voten einfach alle in die Brick. Lass mich mal raus, damit ich mittragen kann, sonst dauert's ja noch länger. Mittragen kann. Zwinker, zwinker. Das war zu früh. Was? Na, Acker wurde gerade. Das war viel zu früh. Jetzt, lass los. Du kannst den Acker auch vorher noch anhalten. Ja. Na, ich hab sie auch die ganze Zeit angehalten. Jetzt wird verkauft, ja? Ja. Kaufe die. Ich nehme ja mal hier so eine. Ja. Ach, irgendjemand hat das aufgehoben, wa? Ja. Wenn man schneller als ich. Ja, ich hab die Stronghold Chest geklaut. Jetzt bin ich echt gespannt, ne? Jetzt bin ich wirklich gespannt. Die ist nichts wert, da waren nur vier Karten drin. Bam. Das wär's. Müsste auch der Typs genauso sagen. Die ist nichts wert. Bam. Dafür hast du mich erschießen lassen. Selbst schuld. Ich habe hier eine kleine dekorative Brosche für dich. Ja. Die einen Wert von 50 Gold hat. Aus Plastik ist. Jump. So, und die Kiste ist. Ui! Wow, das ist nicht schlecht. Jetzt weißt du, warum wir sagen, dass die 4000 für so ein Schiff nicht viel sind. Ja. Hat sich davor gedrängelt?
84! So, das goldene Töpfchen ist... 6. 383, mein komischer... Meine dämliche Truhe war weniger wert als dein... Ja, vielleicht war die Truhe einfach nur aus Holz und da war nichts drin. Ja. Wie viel war Josis wert? Der dekorative Koffer hat Gornschuk doch jetzt, oder? Aber kein Geld. Nee, kommt noch. Okay. Das leckt manchmal so ein bisschen hinterher. Denkt dran, wenn ihr zum Schiff zurückgeht, dass ihr direkt was aus den Fässern mitnehmt. Ja, ich hab... Natürlich! Ich hab's gleich. Ja. Okay, ich bin schon mal Level 2, Level 3, Level 4, Level 5, Level 5 ein Viertel. Ja, Mann. Aber die andere Kiste da, das Silberding, hat echt nichts gebracht, oder? Doch, das Silberding, eigentlich. Also was Josi abgegeben hat, da kam jetzt kein Geld irgendwie rein. Genau. Hier sind noch zwei Sachen. Jetzt kam noch, jetzt ist nochmal der Rang gestiegen, aber... Da steckt immer noch. Ist jetzt alles raus? Eins war noch hinten. Na, und in der Captain's Cajute noch, oder? Nee, der Captain's Cajute ist nicht. Okay, da hatte ich einen Cage abgestellt. Achso, vielleicht habe ich den noch übersehen, aber... Oh, hab jetzt nicht gefunden. Ich guck mal. Ja, hier steht noch der Cage auf dem Tisch. Du. Oh Gott, ey. Ich muss leider auch traurigerweise sagen, dass ich davon übelst den Ohrwurm hab, wenn ich die Spiele spiele. Naja, ich auch. Ich bring mal Zeug an Bord. Aber die Kiste ist natürlich... Da kann man ja echt nur die Raids machen, wa? Ja gut, aber solange wie die Raids dauern, kannst du halt auch 1000 von den anderen Kisten sammeln. Ja gut, aber du musst ja mal rechnen, du musst da hin und her schippern. Das ist ja auch unheimlich Zeit. Dafür hast du ein volles Schiff am Ende. Ja. Und nicht nur keine Vorräte mehr, keine Bananen. So, 700 hat das nochmal gebracht. Ich warte mal, bis es weg ist und dann gebe ich meins ab. Meins bringt nochmal 200. Ich habe jetzt 3800. Und... Meins hat 121 noch gebraucht. Sehr gut. So, kann man eigentlich seine Mission wieder ab? Kann man die irgendwie löschen? Wissen nicht. Du kannst sie hinlegen, alle stimmen dafür ab und dann stimmst du für eine neue ab. Und ist dann die Voyage weg? Ich weiß nicht, ich glaube schon. Weil ich würde mal gern die Merchant Alliance. Weil wir haben jetzt nur Gold Hoarders. Na, meinst du das jetzt, wo man Tiere einsammeln muss oder wie? Keine Ahnung. Bring Trust for Greater Progress. Merchant Alliance, ja, das ist da, wo du Tiere einsammeln musst. Ah, okay. Nee, dann will ich nicht. Da habe ich jetzt schon was gemacht, da bin ich jetzt dran, zwei. Ich kann Bananen und so einen Scheiß mitzunehmen. Na, ich bin gerade auf der Rückseite der Insel. Hier sind nochmal 6 Holzbretter, wo ich bin. Ich habe genau 4354 Gold, aber das reicht natürlich nicht für einen neuen Anstrich für ein Schiff, ne? Vielleicht sollten wir zusammenlegen für den neuesten Anstrich. Ich glaube nicht, dass das geht, oder? Ja. Hier sind nochmal 4 Kisten voll mit Zeug. 5 Kisten. Und das ist auch super traurig, dass es nicht funktioniert. Ich meine, das ist halt so ein Gemeinschaftsprojekt. Und nur einer kann halt... Hier sind noch übelst viele Kisten, wo ganz viel drin ist. Und zwar unter dem Steg. Oder hier generell an dem Steg ist noch extrem viel. Vielleicht kann ja mal jemand... Ich kann es nicht so schlecht beschreiben. Guck einfach auf den Kompass und sag uns die Richtung ab. Nee, einer müsste mich gerade sehen. Wir rennen da gerade am Strand, drängen da im Wasser. Ich? Ja, Daniel, dann guck mal. Nein, dreh um. Ja, jetzt guck geradeaus. Ach, beim Schiffsbauer da. Genau. Hier unten drunter sind viele Fässer, wo noch was drin ist. Und ich weiß nicht mehr, wo unser Schiff steht. Na, das Schiff steht in... Ach, ich seh's. Ich seh's. So, soll ich mal gucken, ob hier für das Schiff irgendwie... Hier sind noch Fässer. Die leer sind. Mir fehlen 331 Gold. Verkauf deine Zähne. Mhm.
Die waren damals was wert. Haare auch. Ja. Aber ich glaube, Daniel ist glatzköpfig, oder? Nee, ich hab eine tolle. Er muss ja nicht nur seine Kopf haben. Also. Also kann man schon sagen, dass das Gold. Also, dass es so um die. Ja, 4000 Gold bringt einer. Level 7, Level 7. Was war denn das jetzt? Wo kommt das denn jetzt nochmal her? Ich weiß auch nicht. Von den letzten Sachen, die wir abgegeben haben. Dafür haben wir keine Reputation bekommen. Also, nachgereicht. Man kann also sagen, noch flüssiger Server. Man kann also sagen, rund 4000 Gold bringt die ganze Geschichte, ne? Ja. Ich habe 3990. Ich hatte vorher schon im Einzelspiel halt 300 Gold eingesammelt, aber über 400. Nochmal mehr Reputation. Ja. Der Server leckt so dermaßen hinterher, was das angeht.